Ein bisschen wie vom anderen Stern wirkt der Caravisio von Knaus Tabert schon vor dem barocken Schloss in Düsseldorf-Benrath. Das ist gewünscht, denn iPad-Fernbedienung, das stromlinienförmige Design und die schnörkellose, aber hochwertige Ausstattung sollen Traditionen aufbrechen und den Zeitgeist treffen. Voll ausgestattet ist das Gefährt natürlich, nichts muss der Caravaner vermissen. Der Caravisio soll als noch unverkäuflicher Prototyp Impulse geben in einem rückläufigen Markt. Der Caravan, der Wohnwagen, ist eigentlich das Auto für die Familie, für die Durchschnittsfamilie. Und die Familie nimmt einfach demografisch ab. Es werden immer weniger klassische Durchschnittsfamilien. Insofern schmilzt natürlich das Segment der Kunden. Gut geht es dagegen Herstellern, die mit integrierten und auf Van-Basis aufgebauten Wohnmobilen ihr Geschäft betreiben. Etwa ein Drittel aller verkauften Wohnmobile fallen in diese Kategorie. Die Vorteile liegen auf der Hand. Kaum Stellplatzprobleme, maximale Mobilität, einfaches Handling. Aber von allein verkaufen sich die Integrierten auch nicht. Neuheiten sind hier wichtig. Es ist in der Tat ja so, dass natürlich die Hersteller zu kämpfen haben, wenn die Absätze einbrechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Marketingtool wie der Caravan-Salon entscheidend für den Start in die nächste Saison. Neuheiten und Premieren sind für eine Veranstaltung, für eine Messe essentiell wichtig. Auch im Luxusmobilbereich gibt es immer wieder neue Ideen. Dieses Vario-Mobil besticht innen durch 250 Jahre alte Holzmöblierung. 70% Verschnitt mussten weg, damit alles perfekt passte. Wie der kleine Morgan Three-Wheeler in der Heckgarage. Hier würde der Schweizer Besitzer aus Appenzell auch einen Mini oder einen Smart unterbringen können. Aber wie wir sehen, mag er es wohl etwas exklusiver.